Ja, meine Freunde, wunderschönen guten Tag. April ist hier wieder am Start. Ja, was haben wir denn hier Schönes? Und zwar haben wir hier MyHorse, eine wunderbare Handy-App-Anwendung, wo man eine Pferdesimulation gestaltet hat. Und wir wollen einfach mal direkt gucken, was uns hier so Schönes erwartet. Wir haben hier also unser Pferd und wir wollen es direkt auch mal füttern. Damit wollen wir direkt anfangen. Das Grundfutter. So, wollen wir mal gucken. Ganz einfach, wir müssen hier mischen. So, einmal rüber und nochmal mischen. So, ideal. Jetzt müssen wir das Ganze auch noch vermischen. Im Eimer drin. Da war's. Unser Pferd heißt Beauty. Und Beauty wird das Ganze lieben. So, Beauty frisst jetzt erstmal eine Runde. Somit auch die ersten Bilder zur Pferdeanimation. Sehr cool gemacht. Gut, das Pferd frisst, hat gefressen. Weiter geht's. Ihr habt hier eine schöne Koppel, also gleich jedenfalls, wenn es denn nun kommt, nach der Werbung. App ist halt mit Werbeeinblendung halt kein Problem. So, nun komm. Ideal, schwarzer Bildschirm, warum auch nicht. Jetzt haben wir es. Da ist die Pferdekoppel. So, und wir können unser Pferd natürlich ranholen hier. Komm. Komm mal her hier. Ja, sehr stolzer Gaul ist das hier. Ja, wir können natürlich auch eins noch machen, das ist cool geworden. Man kann sein Pferd auch fotografieren. Das funktioniert über den G-Sensor, wie ihr hier seht. Und mal sehen, wenn es denn mal nun in Reichweite kommt. Können wir mal ranzoomen hier. So, da ist es. Jetzt ist es verschwunden. Komm her, Pferd. Andere Ansicht vielleicht mal so. Und Achtung, zack, abgelichtet. So, da haben wir auch schon ein stolzes Bild, was wir auf Facebook teilen können. Brauchen wir aber nicht. Wir können es auch direkt abheften unter Galerie. Gehen mal wieder raus. So, das ist der Kameramodus davon, ne? So, was haben wir als nächstes? Wir haben hier oben schon Level 3. Ich habe schon mal ein bisschen gezockt, um herauszufinden, wie es funktioniert, beziehungsweise was man hier so machen kann. So, wir gucken mal direkt auf das Pferdebuch. So, füttern haben wir gemacht. Verwöhnen. Leckereien, Spiel. Verbringe Zeit mit Beauty. Du kannst streicheln und Leckereien füttern, um Beauty glücklich zu machen. Gut. Haben wir sowas schon? Ja, jetzt kommt das Pferd erstmal her hier. So. Die Animation ist wirklich sehr glatt, muss man mal sagen. Und es sieht sehr gut aus. So, nun freut sich unser Pferd, weil ich es gestreichelt habe. Holen wir mal hier eine Kleinigkeit. Ach nee, haha, geht ja noch nicht. Und zwar mit dem Unterschied, dass es ganz schön teuer ist. Das vergaß ich. Lassen wir dieses. Ja, wir streicheln dich auch noch mal kurz. Super, haben wir wieder Erfahrungspunkte gesammelt. Machen wir hier Folgendes. Und zwar funktioniert das hier so: Die Stallverwaltung. Oh, schon direkt Stufe 4. Habe ich über Nacht mal laufen lassen. Hat 12 Stunden gedauert. Das dauert immer hier 2 Minuten Stall ausmisten, gibt uns natürlich dann auch, hier läuft die Zeit runter, gibt uns dann hier Lebenspunkte und Freudepunkte und was weiß ich nicht noch alles. So striegeln dauert auch 2 Minuten. Das Coole ist, das müsst ihr gar nicht selber machen. Das ist ja ein Zeitspiel und funktioniert von alleine. So, das ist in Ordnung. Wollen wir mal gucken. Dauert 2 Minuten. Dauert auch 2 Minuten. Das lassen wir einfach erstmal runterlaufen. So, dadurch kriegen wir Erfahrungspunkte. So, jetzt gucken wir mal. Du hast Beautys Gesundheit auf 10 gebracht, weiter so mit der guten Arbeit und bekomme Beautys Zufriedenheit auf 30. Weil es ist nämlich so, dass man hier dieses Pferd auch für Turniere benutzen kann. Man kann auch hier die Landschaften wechseln, aber das geht halt erst, wenn ich 20 Sorge für Leben in diesen Stellen. Bewerte diese App und du erhältst 3 Edelsteine. Misch dich jetzt von noch nicht. Machen wir dann später mal. Jetzt möchte ich die App erstmal selber hier für mich bewerten. Und zwar kann man hier auf Hawaii oder in den verzauberten Wald oder zum Nordpol reisen. Und das Blöde daran ist, das kostet natürlich, ja. Wenn wir natürlich gucken, so, und das würde uns 10.000 kosten, das ist Wahnsinn. Ich habe 87, man müsste also, das wollen die Entwickler ja so, dass man halt ein bisschen ja, spendet sozusagen. Kann ich mir jetzt noch nicht leisten, möchte ich jetzt auch noch nicht, weil wir erstmal durchgucken wollten, was haben wir hier, das waren die Landschaften. Ein anderes Pferd kaufen brauchen wir auch noch nicht.
So, bei uns laufen die Aufgaben weiterhin. Die sind hier gleich fertig, noch bei 30 Sekunden. So, und wir gucken, UK Open Championship, da werden wir jetzt auch gleich mal mitmachen und machen den kleinen Sprung. Den habe ich zwar schon mal gemacht, aber das ist egal. Und wollen mal direkt starten. Das funktioniert hier wirklich in echt. Publikum ist da, ganz erstarrt, aber das macht gar nichts. So, und unser Pferd bereitet sich ganz langsam darauf vor. Nanu? Was ist jetzt los? Also es ist auf jeden Fall ressourcenraubend, muss man mal sagen. Ich habe es jetzt hier auf dem Dual-Core 1 GHz, weil auf dem 1,2 GHz läuft es gar nicht erst. Perfekt. Zack und drüber gesprungen, habe ich Geld bekommen und Erfahrungspunkte gesammelt. Und erschöpfe das Pferd dadurch natürlich. Bin jetzt auf 89 Energiepunkte runtergegangen. Wieder perfekt. Wieder Geld bekommen. Zwar immer nur eine Goldmünze, aber immerhin. Präsentation und Zufriedenheit. Du hast den ersten Platz gewonnen. Tiffany hat ein Geschenk für dich. Gute Arbeit. Geschenk antippen und zu öffnen. Gut. Oh, 500 Goldstücke. Alles klar. Das ist richtig cool. Das habe ich noch gar nicht gemerkt, dass man so gut verdienen kann daran. Und jetzt gehen wir auch direkt erstmal zurück. Erfahrung und nochmal Geld. Na, das ist ja hier super. Jetzt kann ich auch die anderen machen. Na, endlich. Das wurde ja höchste Zeit. So, jetzt gucken wir mal hier. Jetzt sind die nämlich durch. Jetzt holen wir uns die Erfahrungspunkte ab und gehen wieder auf nochmal meinetwegen Stall ausmisten. Das andere würde nämlich eine Stunde dauern, 8 Stunden, 12 Stunden. So viel Zeit haben wir jetzt ja noch nicht. Ärgerlich, aber naja. Dadurch kommen wir halt auch nur ein paar Punkte hoch. Immer nur hier einen Energiepunkt runter und dafür kriege ich ein Goldstück mehr. Und wenn ich hier rüber gucke, kriege ich natürlich 168 Goldstücke. Ja, logisch. Jetzt machen wir erstmal das für 2 Minuten. Das ist erstmal ganz egal. So, jetzt haben wir nur noch 86 Energiepunkte. Gucken wir mal, was können wir hier noch machen? Füttern haben wir schon. Verwöhnen können wir gerade nicht. Das ist zu teuer. Obwohl, jetzt könnten wir eigentlich mal gucken, was kostet der Spaß jetzt hier? Komm mal her hier. Komm mal her hier. Feines Pferd. So. Komm mal her, lass dich streicheln, dann gibt es auch eine Belohnung. So, jetzt kommt die Mohrrübe. Kaufen wir mal. Pfefferminz für 15 Gold. Kaufen wir mal. Benutzen. Unser Pferd frisst jetzt Pfefferminz. Haben wir es einmal verwöhnt. Zuckerwürfel. Das kostet der Spaß. Ne, das ist wirklich zu teuer. Karotten. Äpfel. Rein. Ach, weißt du was? Ich mache gleich nochmal sowieso das Turnier. Wir holen einfach nochmal Karotten. Ist auch gut für die Zähne. Benutzen wir auch gleich nochmal. Und dadurch, guck mal, das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Dadurch geht ja die Gesundheit auch hoch. Aha. Sehr schön. Also beziehungsweise das Kreuz und das Herz wird gesteigert. Jetzt gestriegelt wird es jetzt. Reibe Beauty, um allen Schlamm zu entfernen. Tippe auf die Pfeiltasten, um dich zu bewegen und um eine bessere Sicht zu erhalten. Wollen wir mal gucken? Ach, so funktioniert das. Das ist ja cool. Also man sieht, in Echtzeit wird das Pferd hier gereinigt. Bis an die Ohren oben, ja. Ja, mal drehen. Also das ist wirklich cool, das Spiel. Muss ich auch mal so als Junge sagen. Gefällt mir sehr gut. So, Pferd. Jetzt nochmal den Hintern sauber wischen hier. Ich glaube, das war's. Gut gemacht. Aha. Dadurch steigt also auch nochmal jeweils. Ach, gucke, das kann ich nur alle 10 Minuten machen, um die Punkte nicht hochzubekommen. Antreten. UK Championship. Na, das haben wir ja schon gemacht. Machen wir gleich nochmal. Koppel säubern. Wenn ich dir eine Harke reiche, tippe auf das Unkraut. Wenn ich dir eine Schaufel reiche, dann tippe auf den Mist. Ach so. So. Das war's. Haben auch schon direkt wieder eine Belohnung für kassiert. Jetzt so langsam wird es doch. Level 5 mit dem Pferd, ne? Das geht auch nur alle 10 Minuten ausmisten. Ja gut, das geht noch nicht. Verwöhnen haben wir schon gemacht. Füttern haben wir auch schon.
Was können wir dann noch machen? Jetzt sammeln wir uns erstmal die Punkte hier wieder ein. Und fangen einfach nochmal direkt von vorne an. Oh, nee, das geht noch nicht, das ist mir schon klar. Und powern das Pferd mal nach oben. So, dann haben wir das auch schon geschafft. Koppelsattelzeug. Also wir können uns auch noch Sattelzeug kaufen. Was haben wir denn da Schönes? Ja, nun? Wir haben noch nichts. Wir haben noch gar nichts. Das ist ja aber ärgerlich. Gut. Was ist das jetzt hier? Ja, gut, okay. Also irgendwie so richtig haben wir noch nichts, was wir verwenden können. Ich muss es wahrscheinlich alles erst kaufen. Somit können wir hier beim Koppel- und Sattelzeug noch nicht viel reißen. Freizeitkleidung. Wähle vom Tab oder Outfit. Kann ich also jetzt hier vom Tab auswählen, was ich für Kleidung tragen möchte? Kann ich auch noch nicht, weil ich auch noch nicht viel Kleidung habe. Ja gut, könnte ich mir jetzt hier aussuchen, wie ich aussehe. Das Quatsch, Reit- und Sattelzeug. Ah, jetzt kommen wir da der Sache. Ja, ich habe immer noch nicht viel, ich weiß auch nicht, wie ich da rankomme. Wahrscheinlich erst mit zusätzlichen Leveln bekomme ich das. Gut, lassen wir dieses. Turnierkleidung. Turnierkleidung ist, glaube ich, auch noch nicht verfügbar. Nein, ist es noch nicht. Gut, lassen wir das ebenfalls. Hier läuft die Zeit immer noch ab. Und wir machen uns jetzt einfach nochmal ran und wollen nochmal am... Was ist das hier? Erfordert Training. Pfosten. Wir wollen mal trainieren. Ja, jetzt spielen bitte. Also wir müssen immer direkt drauf drücken. Scheiße. Das war wohl nichts. Den letzten Pfosten haben wir so mitgenommen. Ja gut, machen wir gleich. Machen wir nochmal. Das kostet natürlich immens viel Kraft für das Pferd. Und 1, 2, 3, 4. Super. Da haben wir es auch schon direkt geschafft. Wunderbar. Pfosten haben wir also abgeschlossen, das Training. Und kleiner Sprung machen wir gleich auch nochmal. Denke mal, das wird vielleicht immer schneller werden und schwieriger somit. Aber wir wollen gucken. Ich muss wirklich sagen, dafür, dass es hier Dual-Core 1 GHz ist, läuft es wirklich sehr flüssig. Und die Grafik ist auch echt top. Ihr müsst natürlich einplanen, das Spiel ist im App Store, ich glaube, so um die 130 MB groß. Und ich glaube, ihr ladet nochmal 200 MB Dateien runter. Also WLAN-Verbindung ist schon unbedingt anforderlich. So, was nun? Ach, das muss ich gleich nochmal machen. Dann ist das Pferd aber auch schon fertig, weil ich nur noch 25% Energie habe. Hat genau gereicht für die App Review. Dann muss das Pferd sich erstmal ausruhen. Aber es ist wirklich eine coole Sache. Das macht sogar mir Spaß. Außerhalb vom Ballerspielen mal. Das muss man mal so sagen. Perfekt. Sehr gut. So, wieder Erfahrungspunkte gesammelt. Sehr schön. Das haben wir geschafft. So, wir würden dafür 100 Erfahrungspunkte bekommen. Aber 20 Energie habe ich ja nicht. Das wird uns jetzt auch sagen. Beauty ist noch nicht fit genug für die Teilnahme. Ja, das ist schade, ist das. Ob wir das machen? Wir machen das. So. Ideal. So, jetzt wollen wir den ganzen Haferkram hier und alles nochmal vermischen. Beauty wird es lieben. So, und sie frisst auch direkt. Müsste ja die Energie gleich wieder voll da sein. Gut gemacht. Sehr schön. So, aber die Energie fehlt uns trotzdem noch. Schade eigentlich. Ja, wir gehen da auch nochmal später hin. So, jetzt weiß ich allerdings noch gar nicht, wie man dieses hier, dieses Blaue wieder auffüllt. Das weiß ich wirklich noch nicht. Vielleicht durchs Verwöhnen, ob das hinhaut. Komm mal her. Jetzt, komm mal her hier. So ist brav meiner. So, und da haben wir das Pferd auf jeden Fall schon gut hochgelevelt. Und es wird irgendwie, ja, so langsam kommt es wieder in Gange hier. Ah, hier zum Beispiel. Da nicht, auch nicht. Hier 30, oh ne, das ist ja so teuer. Das ist ja Wahnsinn. Nee, also das können wir uns leider doch noch nicht leisten.
Ich glaube, wir müssen es einfach nur streicheln und ein bisschen hier in Ruhe lassen. Und wir sehen uns bei der nächsten Apple Review wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen. Guckt rein.